Sind Kabi und Fjörn nicht sehr ähnlich? Ja, schon. Aber meiner Meinung nach ist Fjörn noch der bessere Splitpusher. Aber Kami ist der bessere, oder sie ist die bessere Teamfighterin. Und hat viel mehr Catch-Potential. Potion auch noch. Was ist das denn für einer? Dass wir wieder reinkommen. Schon lange keine Fiora gespielt. Müssen wieder mit den Bs reinkommen. Nice. Sejuani RIP. Kriegen wir nicht. So risky. Da wollte sie mich testen, um zu gucken, wie ich reagiere auf ihre Es. Oh, warte, wo habe ich einen Minion verpasst? Oh, nice try. Oh shit, hat sie da getroffen? Ah, ich weiß gar nicht, ob wir dafür hätten gehen können. Support. Das sehe ich ja jetzt gerade erst. Und Support, lul. Okay, alle Potions jetzt durch von dir. Ich nehme jetzt meinen. What? Der war doch voller Pulle drauf. Aber geschafft zu blocken. Auch einen guten Mana-Potion gerade bekommen, tatsächlich. Wichtig. Sie hat kaum mehr Mana. Ohne Mana-Flow. Haha. Potion bekommen. Ah, in den W reingelaufen. Ich boostet, Mensch. Nicht zum Zipien. Aber wird auf jeden Fall ein Black Cleaver Game von mir. Guter Trade, though. Ah, ich hätte direkt flashen sollen. Was sieht denn? Oh, lol, hab ich sie nicht mal gehittet? Mit irgendwas? Ach, ich hab den Shield gehittet, ne? Damn, ich hätte flashen sollen direkt. Lags. Thank you.
Oh, ich hatte noch Time Watch. Ich hatte noch die fucking Stopwatch. Oh, ich bin so behindert. Komplett die Stopwatch vergessen und jetzt habe ich sie. Ah. Ja, Leute. Nicht nachmachen. Ich habe gerade so viel verkackt, wie schon Ewigkeit nicht mehr. Also das ist ja komplett RIP. GG. Das tut fucking weh. Das tut so weh. Fuck my life, ey. Puh. Alter, habe ich gerade viel verhauen. Ich habe die Stopwatch nicht am Turm benutzt. Ich benutze sie eben. Nee. Aber die sind Full AD, die Gegner. Daher Armor wird der Key sein. There we go. There we fucking go, oder? Sieht schon besser aus. Mann, 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 ey. Als ob ich mich hier von so einem fucking Lappen irgendwie outplayen lasse. Mann. Schon viel, 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 viel besser. Hallo Arschi, hallo Arschi. Das wäre furchtbar. Mann. Die Stopwatch war nur ein BM, damit die Camille auch mal eine Chance hat. Kappa. Ja, das stimmt. Hast du recht. Oh, yo. Alter, was macht der? Was macht der? Was macht der? Was war das? What? Was war das vom Ezreal? Ich hab 15 Sekunden wieder Ultimate. Lol. What the fuck? Leckt die oder so? Diese Botlane ist mal wieder Coinflip pur, ey. Aber das, was der Ezreal da schon gemacht hat, ey. Da haben ja schon meine Augen geblutet. Also kein Wunder. Didn't expect Triss to be out. Auch ohne Tristana wäre sie gestorben.
Ah, der taunted mich instant, Alter. Kommt sei, der hat es nicht mal gecheckt. Bin ziemlich strong da auch. Ich glaube, Flash hat sie auch raus. Ich glaube, die können es holen. Ich gehe einfach top lane. Verkauf Stoppuhr für Kleptoslot? Nee, der kann ruhig alles direkt reingeballert werden. Von den Potions und so ein Zeugs. Relativ wurscht. Sollte nicht an der Wand laufen. Den Blue Buff. Alter, werden die ganze gecatcht, Alter. Please. Job, wir können es machen, gell? Wir können sogar Botlane-Turm holen, eventuell. Ja, jetzt auch holen. Keine Ulno-Ultimate leider. Gut, shit, auch. Okay, der macht gerade die Krabbe. Gut, shit, das ist eigentlich nur die Tristana wirklich fett. Sejuani ist okay, tanky. Aber an sich nicht so strong. Tristana ist ja wirklich das einzige Problem. Und die haben halt nur ein bisschen Peel. Ah, actually haben sie schon ein bisschen was am Peel. Aber ich muss jetzt anfangen zu split pushen. Ich bin bald so stark, dass ich Kami einfach diven kann. Besonders wenn sie den E irgendwie wastet oder so. Muss aufpassen, dass ich nur nicht gegankt werde jetzt gerade. Von der Sejuani oder sowas. Und dann werde ich sterben. Echo braucht Pressure jetzt in der Mitte. Actually, die Elise kann Mitte gehen oder sogar Herald machen.
Schade, dass ich den fucking Proc nicht früher bekommen habe irgendwie. Das war ein bisschen sad. Sonst wäre es nicht mal close gewesen. Aber ich habe den Q geblockt bekommen mit dem W. Kami hat anscheinend auch Vodafone, jo. Habe ich auch das Gefühl. Pierre ist wohl der einfachste Champ, mit dem man eine Bank hat. Er drückt seinen Instant den Proc. Keine Mana. I'm out. Okay, Black Cleaver ab. Zweiter Lifesteal Item, let's go. Wird das einfach Bot split pushen? Egal, wir pushen. Wieso? Geht die nicht base? Boosted Animal. Risky, aber wir haben einen Erdrang. Fucking Job. Einmal weg. Fucking yes! Ah, auf geht's! Ja, war zu obvious vom Shen. Ist klar, wenn seine Ultimate durchkommt, dass halt instant taunten wird. Einfach in den W-Ring. Und RIP. Triple Item Sphera. GG. Okay, Fira, überlege mal, wenn du die Stop-Shot-Anlage einsetzt hättest, wie schön die Sets aussehen würden. Das ist wahr. Aber 7-1 Sets sehen gut aus, Ivo. Kann man nicht eigentlich meckern. Awesome.
Wir können top gehen. Dann nehme ich lassen. Moment, lassen wir mich nicht. Okay, einfach alles an Vision. Ich wenig Mana noch, oder? Team, mach es mir nicht so schwer, please! Finishen. Hier raus, hier raus, hier raus. Muss ich im Stich lassen. Hab keine Mana leider, um dir zu helfen. Ah, dass die beiden überlebt haben, aber beide Flasche sind raus. Alles gut. Hab theoretisch die ab. Jo. There we go. Ah, certain base. Is this supposed to be a challenge? Junge, 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 Junge. Ja, manchmal habe ich auch solche Games. Manchmal habe ich auch solche Games. Bald den OP-Potion, aber auch gerade.
Aber von der Tankiness bin ich verreckt, die die hatten. Oh, das ist hier aber immer ein Nash resettet bekommen. Ah, ich glaube, ich habe nicht genug gemacht. Oh, nice. Ich habe immerhin den Q von Sejuani durchbekommen, geblockt bekommen, aber. Ist das letzte, dein letztes Item Frozen Mallet? Nee, ist Sterax. Mäh, ich habe meinen GA fucking gewastet. Ich hätte Bot gehen sollen einfach und pushen sollen. Das war übel bad hier. Ich habe gegreedet für den Turm und dachte, ich kann von da aus spielen, aber ich wurde dann einfach komplett CC'd. Die haben schon ziemlich viel CC an sich. Taunt. Hier Stun und Slows und der hat auch noch theoretischen Stun. Wir haben theoretisch zwei. Ist hier noch ein Super Minion? Nee, schade. Ich würde gerne an denen einfach vorbeilaufen. Ich laufe einfach an denen vorbei und gehe einfach zu den Inhibs. Wer hat das engagieren können? Nice. Na komm, mach deine Triple, komm. Können wir für Nash gehen. Let's go Nash, Team! Fuck, hätte ich die Kami gesehen. Dann hätte ich den Block stunnen können, dann hätte ich noch wer getötet. Dann hätte ich sie alle getötet. Ich hab Strax ab. Und Jay gleich. Die Stats, ach, pappalapapp. Jetzt geht's nur noch darum, Leute zu töten. Mit Full-Item-Build. Monka S. Jetzt Jay wieder ab. Wo ist mein Jay? Ah, there we go. Oh,
Geh, geh. Eins, zwei, drei, vier. Jo. Das waren die Stats genau, die ich wollte. GG. Wenn die Gegner viel AD haben, eher Thormel oder Runans als Last Item oder doch was ganz anderes, brauchst du gar nicht. Du, ich war ja gegen Full AD. Schau dir mein Bild an. Der reicht vollkommen. Ich war ja gegen Full AD. Also AD, AD, AD. Und hier ist ein bisschen AD und hier ist ein bisschen AP, aber das ist ein Tank, das ist unwichtig. Und ich hatte nicht wirklich viel Armor. Du brauchst nicht unbedingt so viel Armor. Das reicht schon, wenn du die zwei Items hast. Und der Rest macht dich halt einfach tanky plus Lifesteal. GG.